mich aber sehr schnell zu einem Anruf. Ist geil. Du sagtest, du würdest mich bumsen, wenn ich nicht so verbraucht wäre. Ich meine das damit, ich keine Ahnung, ich fühle das nicht. Du bist so da beste Freundin mit der da beste Frau. Was bist du? Ich also ist geil, ist ihm aufgefallen, dass alle meinen Schwanz wollen, aber ich gebe ihn auch nicht so leicht her. Verstehst du das? Ich bin nicht so einer. Ah, okay. Schade, genauso eine hätte ich gewollt. Ja, nein, das Ding ist, ich bin nicht so einer, aber ich brauche eine Frau, die mich zu einem macht. Verstehst du das? Also, okay. Noch hat keiner meinen Löwen aktiviert. Bis jetzt ist nur der Tiger rausgekommen. Aber mit der richtigen Frau an meiner Seite kommt der Löwe raus. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, das finde ich halt so ein bisschen abstoßend, weiß nicht. Du bist halt bei jedem so in der Friendzone irgendwie. Friendzone? Ich habe ja das Gefühl, dass du noch nie so wirklich. Guck mal, Sky, wenn wir. Sky, wenn wir beide mal feiern gehen würden, dann weißt du ganz genau, wie das enden würde. Absolut in dreckigen, hemmungslosen Sex. Jeder 3 Shots und dann läuft die Nummer. Was für 3 Shots schon liegst? Nach 3 Shots habe ich mir die Frau geil gesoffen. Bei dir hätte ich Angst, dass ich keinen hochkriege, weißt du, weil ich so nervös bin, weil du so hübsch bist. Aber wenn ich also 3 Shots trinke. Dann habe ich so ein bisschen Mut angetrunken und dann traue ich mich, dich auch in den Arsch zu ficken. Ach, pff, ich brauche eh schon lange genug. Ich bin froh, wenn ich überhaupt komme. Wirklich? Ja, natürlich. Ich wusste, ich werde dein Interesse wecken, Sky. Wir sehen uns gleich, Sky. Ja, ja, ist doch so. Hallo, Sky. Ich kenne dich nicht gut. Schön. Hallo, Kevin. Wir müssen, glaube ich, in der Vierung sprechen, Sky. Wir haben was zu klären. Okay. Also, Baby, hör mir jetzt mal ganz genau zu. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, dass du jeden Tag so geil aussiehst und mich hier provozierst. Du weißt, eigentlich habe ich Gefühle für Amelie, aber so eine Frau wie du macht mir das Leben schwer. Du kannst nicht der eine lieben und bei der anderen die andere beim Wichsen denken. Entscheide dich für eine. Aber entscheide dich nicht für mich. Ich bin kein Beziehungsmensch, glaub mir. Ich will keine Beziehung mit dir, Sky. Ich will mit dir eine Partybeziehung führen. Ich will, dass wir auf Partys gehen, dass wir da hemmungslos rumlecken, uns gegenseitig anfassen auf der Tanzfläche und zu Hause ficken wir wie die Verrückten und danach melden wir uns einfach 5 Tage lang nicht mehr. Nein, ich sag dir, man kann feiern gehen, man kann Spaß haben. Mhm. Und dann kann man noch ein bisschen über lustige Sachen reden, noch ein bisschen was zocken. Und dann, ohne diese peinliche Stille, keiner meldet sich so, man ist cool miteinander. Achso, du willst eher so Freundschaft plus ein. Freundschaft plus mäßig, ja. Cool. Also ist auch entspannt, wenn man dann mal ein Mädel im Club klärt und einfach ein Dreier hat. Das kann passieren, ja, durchaus. Schön. Sky, ich wusste, dass du cool bist. Sky. Ja, und danach geht man noch so in die Sauna, unterhält sich übers Leben, überfülle sie wieder über Gott und die Welt. Sky, du bist echt eine Traumfrau, wieso wusste ich das? Wie konnte ich das nicht? Ich dachte, du wärst nur geil. Wie sieht's aus mit, was ist, wenn du einen Partner bekommst und ich einen Partner und können wir trotzdem noch so heimlich so eine Affäre haben? So ein heimliches Ding? Also wir sind auch noch befreundet mit unseren Partnern. Dann versuche ich jetzt Amelie als feste Freundin zu kriegen. Du suchst dir auch einen Freund und dann gucken wir, wie lange das keiner mitbekommt. Weißt du, was das Problem ist? Jede andere Frau in der Stadt, mit der könntest du das machen, aber gerade Amelie ist die einzige richtige Freundin, die ich habe und Ludmilla. Ey, guck mal, Sky, das Ding, ich habe dir gesagt, wenn wir ein Maxi-Menü, bestellen, will ich ein Big Mac und nicht irgendwie die halbe Portion. Ja. Warum ist das immer so kompliziert mit euch? Nachher gucke ich mir deine WhatsApp-Chats an. Schlaft ihr bei einem Hotel? Hast du eigentlich in Kevins Zimmer Kameras, Amelie? Verstehe ich. Liam, vertraust du mir? Das ist so einfach, kann man das nicht beantworten, Kevin. So. Warum schlägst du Liam, du Hund? Komm, wir fahren ihn zum Krankenhaus. Hallo, wer fährt? Lass uns mal fahren, Sky. Lass mal Liam abholen. Ja, okay, dann lass Liam abholen. Komm, wir gehen langsam. Boah, Sky. Jetzt gerade schmeckt Bürgergeld. Was eine Granate. Also machen wir jetzt mal Sparring oder nicht? Ich würde mit dir wirklich Sparring machen, aber nur nackt. Komplett. Und es ist alles erlaubt. Aber ich rede von richtigen Sparring. Können wir machen. Was bekommt der Gewinner? Aber warte, welche Disziplin? Such's dir aus. Also ich bin besser im Thai-Boxen als im Boxen. Mit Füße. Aber auch mit Ellbogen. Mit Knien. Darf ich deine Füße lecken, wenn du mich trittst? Sonst will mir Sparring machen, nicht meine Füße. So, Juck mich nicht mehr. Du leckst meine Füße oder keine Füße, hast du das verstanden? Ich kann es alles nicht mehr, Chat. Jeder, der Ü schreibt, kleiner Schwanz. Weißt du schon wieder. Und jeder, der jetzt extra Ü reinschreibt, weil ich gesagt habe, Ochsenbilder, kleiner Schwanz, der hat wirklich einen kleinen Schwanz. Ach komm, Chat, das ist doch nicht mal lustig. Wer findet das denn lustig? Ey, ich kann mich wiederbeleben. Leitstelle bitte, kann ich eine Behandlung, Leitstelle? Sie können mir mal folgen, ja? Ja, okay, mach ich. Es sollte jeden Augenblick besser sein, ja? Sie werden von dem Gift nichts mehr spüren. Oh so, ja. Das war's dann auch schon. Ja, mir geht's ja schon viel besser jetzt. Jetzt kann ich ja wieder, jetzt wo meine Eier gefixt sind, kann ich ja wieder reden wie ein Mann. Sehr gut. Ich sag dir ehrlich, ne, wenn du so weiter wie eine Frau redest und ne, ich nur deinen Zopf sehe, ist für mich okay. Ja, ich suche dich die ganze Zeit. Ja, wo bist du? Wir sind eben. Ja, am MD bin ich. Du glaubst uns das, kennst du? Hi, Amelie, wo warst du? Ach, Digga, es kann doch nicht wahr sein, ey. Geil, oh mein Gott. So stark, das war so stark. Ja, gut. Hä? Okay, ich bin sehr stolz auf dich. Was passiert da? Ihr seid in der Hand. Er hat mich nicht gerecht. Warum sitzt du auf Hab ich Post? Auch nicht, weil ich bin erwachsen geworden, Amelie.
Ist übrigens ein Bug, Leute, ne? Ich hab sie geschlagen, aber es hat nicht das richtig connected. Aber man muss schnell umschalten, Leute. Man muss schnell umschalten. Darf ich auf 1 oder darf ich auf 2? Wir machen jetzt eine Verfolgungsjagd. Soll ich das Auto reparieren? Ja, das wäre schlau. Mach dich. Doch, bitte. Du schlägst meine beste Freundin, du stirbst. Hat nicht geklappt, ihr Idioten, ne? Kevin, komm, ich hab meine Pistole. Scheiße, Leute, ich töte ihn. Tritt sein Auto kaputt. Tritt sein Auto kaputt. Hast du Geld am Konto? Lass den umschalten. Ja, Sky, wie viel hast du auf dem Konto? Ja, wie viel? Amelie, du hast 17.000. Genug, oder? Ja, gut. Warum hast du denn so wenig, Sky? Ja, wenn du meine Freundin wärst, Sky, ich würde dir alles kaufen, was du willst. Aber egal, dafür möchte ich auch überall rein, wo ich will, wenn du verstehst, wie ich meine. In jeden Club. Ach, in jeden Team. Ja, nicht deine Freundin. Ja, Gott sei Dank bist du meine Freundin, Amelie. Wir gehen jetzt eine Waffe runter rechts. Ich will, dass du jetzt beweist, wie du eine Verfolgungsjagd machst. Achso, dann holen wir keine Waffe. Oh Gott, fahren und am Handy sein ist echt... Oh Gott. Weißt du, aber ich bin sehr gut im Ziel. Ich wollte vorne sitzen und schießen, bei Mann. Mir geht nichts ins Auge, nur in die Haare. Ja, ich hol mal die Scheiße. Das ist so ein geiler Arsch, Baby. Liam, du musst nach vorne. Du musst nach vorne, Liam. Schieß, dann schieß, 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 schieß. Schieß doch, Bro. Bitte nicht. Das ist er. Du musst es schaffen, Das war's, Leute. Die schießen. Lass sie abknallen. Schieß doch auch. Nimm mich mit, Bro. Nimm du mich mit. Komm, scheiß auf die anderen. Der andere. Bitte nimm mich mit. Ah, der mich verarscht. Scheiß drauf. Der hat nichts, aber ich fass es nicht. Ich bin auch Zivilist. Ich hab ja geil gemacht. Tja, Chat. Ich werd gleich sagen, warum schießen sie auf unbewaffnete Zivilisten? Wer hat Bundarenko gesagt? Kollege, als Gruppe. Nee, überhaupt nicht. Weil ich hier einfach als unschuldiger Zivilist einfach hier umgerotzt werde. Also Officer, ich finde das ziemlich unfair. Also ich bin direkt ausgestiegen. Ich wollte eigentlich zu den Officern laufen. Auf einmal fallen überall Schüsse. Dann laufe ich in Sicherheit. Und während ich renne in diese Richtung hier, schießt ein Officer auf mich. Ich bin unbewaffnet gewesen. Ist das euch allen egal? Sie kriegen nur die Akte bzw. den Verstoß, die Flucht, ja? Was anderes kriegen sie nicht. Ja, aber das ist doch unfair. Mal langsam, ich bin schon 25 Einheiten gefühlt hier auf dem Rücksicht. Ja, Helden? Ich habe mal eine Frage, Hofmann. Seit wann dürfen Officer auf unbewaffnete Zivilisten, die kein Messer haben, keine Knarren haben, schießen? Das müssen sie intern klären. Nein, da gibt's nichts zu klären, Helden. Sie haben das immer noch falsch verstanden. Wenn es da nichts zu klären gibt, zeigt mir das nur, dass Sie Ihre Leute nicht im Griff haben. Schade. Ich habe auf Sie geschossen. Schade. Gehen Sie mir aus den Augen. Hofmann? Ja, wie, Herr Hofmann, wie hoch ist die Strafe, wenn ich einen Kopf niederstrecke? Komm, versuchen Sie es. Nein, Herr Hofmann. Ist das ein Herz auf Ihrer Brust? Ein Schlag und du liegst. Herr Hofmann, wenn ich die Erlaubnis habe, dann ein Schlag, du liegst. Sie haben gar keine Wert. Er hätte gelegen. Ein Schlag hätte gelegen. Er weiß es, dass er gelegen hätte. Ruft er mit der gewalttätigste Officer auf dem ganzen Start an? Hallo, ja? Ist er der Sie Mörder? Sie haben Glück, dass der Botländer mich vorhin zurückgehalten hat. Herr Hoffmann, wenn Sie ein Mann sind. Jetzt sofort an einem Ort, nur Sie und ich. Eins gegen eins. Kein Taser, keine Pistole. Nur die blanken Fäuste. Sie sind ein Schlag und Sie liegen. Ein Schlag? Da müssen Sie erstmal überhaupt rankommen, ein Schlag. Ja, jetzt sofort, wo Sie wollen. Okay, Untergrund, unten. Okay, 1 Uhr. Ich komme wirklich alleine. Und sie kommen auch alleine. Punkt 1 Uhr unten. Alles klar, bis gleich, tschüss. Ja, wir müssen das zu Amelie in einer Zeugenaussage machen. Komm, lass ins PD fahren, bitte. Ich muss sie abholen. Ich kann dir am Weg dahin ein bisschen deine... Ja, gut. Ja, gut. Ich leg meine Hand auf deinen Schoß und tu, als würde ich deine Freundin sein. Sky, du weißt doch, wie du mich kriegst. Was ist denn? Schlag an, Leon, ich brauch dich. Hallo. Oder was? Amelie, wir haben keinen Fehlsitzer. Gekommen für was anderes. Ich dachte Zeugenaussage. Wie, von was denn? Du bist hierher gekommen für eine Zeugenaussage. Was denn für eine Zeugenaussage? Ja, dass der Typ mich angegriffen hat. Ist echt so. Amelie, du bist eh reich. Du hast 130.000. Also. Was ist jetzt los, Kevin? Hör zu. Ja, wow. Ich habe gleich ein 1 gegen 1 gegen den Chief. Wie 1 gegen 1? Ja, Boxen. Ich brauche jetzt alle Tipps, die du hast. Komm. Warte. Ich schlag dich jetzt mal und dann weichst du bitte aus. Go. Okay. Und dann sofort, aber dann auch den Konterschlag geben. Ja, genau, da musst du halt schnell kontern. Aber warum musst du dich mit dem schlagen? Es geht darum, wer ein richtiger Mann ist. Hey Kevin, wenn er dich K.O. schlägt, dann schlag ich ihn K.O., okay? Das wäre ehrenlos. Ich leg mich hier oben irgendwo hin. Und ihr kämpft da unten. Und dann springe ich einfach runter, wenn du verlieren solltest. Ja. Chief, ich will einen fairen Kampf. Dann hörst du auf mit der Scheiße von hinten, ha? Nein. Wir machen einen fairen Boxkampf. Wie kommst du, Chief, dass sie auf einmal Eier gewachsen sind? Hat eben noch wie eine feige Sau mich abknallen wollen.
Bist du bereit? Hast du echt eine Chance? Natürlich, ich glaube, du unterschätzt mich. Dann komm, alles klar, auf geht's, gut, komm. Warum bist du nicht schlage? Du hast keine Chance, was denkst du? Ich bin Kopf, mein Lieber! Bist du nervös, du Fotze, hä? Bist du nervös, du Fotze, hä? Komm schon, Liam. Guten Abend! Kevin, wir haben das ganz schlecht geplant, Kevin. Wir haben das ganz schlecht geplant. Meine Schulter ist doch ausgekugelt. Ich kann ihn nicht schlagen. Ich... Nein, nein! Leo ist der größte Hurensohn. Nein! An den Cutter. Schneid das einfach so. Gleich, wenn ich wieder oben bin, sage ich so, boah, war echt krasser Fight, Alter. Gut, dass ich gewonnen habe. Nope. Er hätte gelegen. Er hätte gelegen. Ein Schlag, er hätte gelegen. Er weiß es. Er weiß es. Er weiß es, er gelegen hätte. Sky, Baby, ich musste ganz kurz was klären. Klären. Ja, was Männer halt so klären müssen, oder? Weil man frech gewesen. Boah, Sky ist so eine geile Sau, ne? Folgen Sie mir? Natürlich, Was tut Ihnen denn weh? Also, ganz kurz. Da, wo ich hingeschlagen wurde, da kümmern Sie sich jetzt drum. Ja, weil ich wurde tatsächlich ins Gesicht geschlagen und auch in meine Eier tatsächlich. Gott. Ich schaue mir einmal Ihr Gesicht, dann würden Sie einmal die Brille abnehmen. Ich sehe auf jeden Fall ein Hämatom am linken Auge. Ich bin ganz schön dusselig. Okay, du hast Faust auf Auge bekommen. Und ja, weil du Faust auf Auge bekommen hast, muss ich jetzt machen Salbe auf dein Auge, damit ein bisschen sich beruhigt und du dann gehen können. Ich deine Nummer kriegen Krallast. Für Ficky Ficky? Geh einfach wieder. Kann ich jetzt gehen? Ja, Sie dürfen sich jetzt gern wieder anziehen, Sir. Und dann dürfen Sie mir folgen. Oh mein Gott, Amelie sieht wieder so gut neben Sky aus, die eigentlich viel besser aussieht. Fahr mich zum Bankautomat, dann zum Kleiderladen. Fahren wir diesem scheiß MD heute? Ja, hallo? Hi, spreche ich da mit Herr Hoffmann? Hallo? Ich hab dir gesagt, wir sehen uns morgen. Ich habe heute keine Zeit gehabt. Bro. Herr Hoffmann, eine Frage. Ich hab doch gesagt, ich würde gerne mit Ihnen heute gemeinsam im Bett schlafen. Was? Ich sitze gerade mit anderen Leuten im Auto. Ich hatte einfach keine Zeit zurückzuschreiben. Es tut mir leid. Herr Hoffmann, steht das Angebot denn noch, Hoffmann? Ja, machen wir. Machen wir. Alles klar, Hoffmann. Das, was du gerade gesagt hast, machen wir, ja. Herr Hoffmann, ich will Sie noch ficken. Warten Sie mal ab. Ja, ja, mach's gut. Bis dann. Vader, gib mir eine Chance. Sag mir, warum muss das sein? Warum muss das sein? Du wolltest für mein Gehen, slide bitte in meine DMs rein. Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie's ihr geht. Vader, Baby, bitte vergiss deine Sorgen.